jetzt gerade noch am Werkeln, weil meine Schwester bzw. und Co., sage ich immer so gerne, Schwager und Neffe kommen aus dem Urlaub zurück und da wollte ich jetzt noch eine Kleinigkeit machen und habe halt so einen Banner mit Welcome Back mir geplottet und auf eine Schnur aufgefädelt. Und da gehen wir jetzt dann später hin und richten das noch so ein bisschen her, bevor sie dann ankommen. Und hier war jetzt nämlich auch noch was dabei, was ich gerne verschenken wollte. Deswegen mache ich jetzt mal kurz das Video. Und dann möchte ich das noch geschwind einpacken. Und zwar gab es hier diese Stuff, Sip and Travel Review. Also das ist irgendwie Bag Buddy. So ein, ja, irgend so ein Kuscheltierviech. Ich weiß jetzt nicht, da ist dann wahrscheinlich Watte oder so mit drin. Dann kann man die ausfüllen und dann hat man halt so ein Kuscheltier. Oder? Figuren basteln, ja. Da habe ich jetzt einmal den mitgenommen und auch für die Kleine den. Dann habe ich noch diese hier entdeckt. Das sind diese Marvel Spider-Man. Die hatte ich nämlich noch auf der Wunschliste und die gab es jetzt eben beim Action. Deswegen habe ich die für meine Kleine mitgenommen. Die gibt es dann zum Geburtstag. Und auch zum Geburtstag gibt es diese hier. Die gab es beim DM, glaube ich. Diese Badebomben und da ist irgendwie eine Figur mit drin. Ja, Einhörner gehen halt immer und ich glaube, ja, Thema soll auch wieder Einhorn sein dieses Jahr. Und ich habe hier noch ein anderes Pocket, ein Mini, nee, Polly Pocket mitgenommen mit Bienen. Das fand ich total süß. Und das hier halt so ein bisschen Sommer und Meer und dem Delfin und so ein Eiswagen. Fand ich ganz putzig. Das hat sie sehr gerne gemocht, jetzt wo ich sie gegeben habe. Und das da gibt es dann auch noch zum Geburtstag. Das sind halt so Kleinigkeiten. Und ein Stanzer von ihr mit der Eule ging kaputt. Und jetzt gab es das aber nicht, aber den mit dem Schmetterling. Jetzt muss ich mal gucken, der Vogel. Und was war das andere? Was jetzt gar nicht. Da habe ich jetzt den Schmetterling noch mitgebracht, weil ich gesagt habe, wenn ich wieder einen sehe, dann bringe ich ihr den mit. Eine Tischdecke nochmal mitgenommen, zweimal. Da habe ich jetzt den einen Tisch im Garten noch bezogen und der ist jetzt als Reserve, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich es für daheim sogar drauf mache. Dann das hier habe ich mitgenommen. Das ist so ein Spray für die Haare, damit man sie gut durchkämmen kann. Und es gab neue Stanzen. Und zwar einmal das hier, das ist mega süß. Mit dem Fuchs. Hier mit der Eisenbahn. Dann hier mit der Stadt. Dann gab es dieses hier. Das ist so ein Häuschen in der Natur mit Sonnenuntergang. Dann hier, das ist auch irgendwie cool mit dem Hund, der Katze und dem Sessel da. Und dann gab es dieses hier noch mit dem Roller. Und zuletzt dieses Unterwasser-Thema. Auch sehr schön. Das sind jetzt 2, 4, 6, 7. Ich weiß nicht, wie viele es gibt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weil das hier gab es nämlich auch noch mit der Torte. Das sind aber dann mehr als 7. Deswegen weiß ich jetzt nicht, welche es da gab. Auch beim Action nochmal mitgenommen, weil ich die irgendwie total cool jetzt finde, wo ich ja die Karten letztes Mal gemacht habe. Und das sind einfach schnelle Hintergründe, die kannst du immer nehmen. Und da brauchst du halt nicht viel. Dann nimmst du so einen Hintergrund und dann ist es fertig. Ich werde vielleicht noch ein, zwei Blöcke dann verschenken. Deswegen habe ich mir jetzt nochmal einen Schwung mitgenommen. Und für den Kindergeburtstag, so als Goodie, als Gastgeschenk, habe ich mir jetzt ein paar von diesen Dingern hier mitgenommen. Die fand ich irgendwie total cool. So einen Vogel, einen Hund, da ist nochmal ein Hund, ein Vogel. Nee, das ist ein Männchen, ne? Das ist ein Vogel. Dann zwei Dinos. Dann ein Bär. Nochmal ein Hund in Grün. Und noch ein Bär in Blau und ein Elefant. Und das kommt dann einfach mit als Gastgeschenk in die Tütchen mit rein. Ich glaube, Süßigkeiten brauchen wir nicht. Da haben wir schon genug. Da kommt natürlich auch was rein, aber halt nicht in der Menge. Auch für den Geburtstag habe ich diese Konfetti-Ballons mitgenommen in Herzform und diese gelben Papierstrohhalme. Ich weiß nicht, ob ich denke, das werde ich auch als Geburtstagsgeschenk mit reinpacken. Das sind ja nur so Kleinigkeiten. Deshalb wieder passend zum Thema, dann kann sie ihre Püppi anziehen und das ist voll meins, weil die Farbe einfach so süß ist. Deswegen habe ich die zwei noch mitgenommen. Vielleicht werde ich jemanden auch sagen: Pass auf, ich habe ein paar Sachen,
Wenn du magst, kannst du dir da was raussuchen. Aber ich glaube, das sind alles halt so Kleinigkeiten, die kosten nicht viel. Und dann kriegt sie von uns halt nur so ein bisschen was. Und die Hauptgeschenke soll dann geschenkt werden. Wobei ich selber schon immer weiß, was man schenken soll. Und diesen Block hier, ich weiß nicht mehr, ob wir den schon hatten. Ich glaube aber schon. Den finde ich aber so toll. Und ich glaube, den habe ich nur einmal gekriegt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Da gab es aber auch nochmal einen 30x30 mit so einem Hasen- und Natur-Thema. Habe ich nicht mehr gesehen, leider. Den habe ich nämlich auch nur einmal bekommen. Aber das finde ich wunderschön. Die Farben sind klasse. Habe ich auch nochmal zweimal mitgenommen. Genau. Ach so, und bei DM gab es diese Teile hier. Und ich glaube, ich habe sie sogar schon. Aber das passt halt immer ganz gut so für Alben oder Memory Books oder sowas. Und das hier auch. Das kann man dann immer ganz schön für zwischendurch auch mal verwenden. Ja. Muss ich mal gucken. Und das hier fand ich doch ganz süß. Ich bin mir auch nicht sicher. Aber eigentlich nehme ich diese Babysachen nimmer mit. Aber das fand ich jetzt doch ganz süß. Auch mit dem Fuchs. Der Waschbär. Wobei der kommt mir jetzt schon wieder sehr bekannt vor. Die Hasis. Ich kann das. Dann sind halt immer noch so kleinere Sachen dabei. Das sind dann halt so richtige Kits, wo du sogar verschiedene Teile drin hast. Sehr, sehr schön finde ich die. So, und das war es jetzt auch schon. Hier mal kurzes Sneak Peek. Ich habe jetzt hier was ausschneiden lassen. Und da werde ich jetzt wohl dahinter das Goldene kleben. Und das kommt dann auf eine Karte. Und dann schaut gerne mal auf Instagram vorbei. Da werde ich auf jeden Fall ein Bild posten. Sorte dann mal, ich hole das mal. So habe ich mir da einfach Buchstaben ausplotten lassen. Und dann halt so buntes Papier, was ich nicht mehr so häufig nehme, aber für sowas kann man das echt gut verwenden. Habe ich einfach auf einer Schnur gebunden und dann kann man das so hinhängen. Ja, und dann habe ich Welcome Back und das wird dann so hingehängt und dann kommt halt noch ein Sträußchen vielleicht dazu und die Karte und dann war es das auch schon. Mensch, jetzt hätte ich noch fast die Bestellung vergessen, die ich von Craft9 bekommen habe. Da gab es ja das neue Release von Mama Elephant und das gab es irgendwie, ich glaube, das war ein Sonntag, kann das sein, der 15. Und Kreativbund hatte das noch nicht online, deswegen habe ich es dann einfach dort bestellt. Und als Goodie gab es hier diesen Kartenrohling, diesen Umschlag. Und dieses Blatt dazu, das ist eigentlich ganz cool mit den Instrumenten. Dann diese typische Karte und einen Sticker, einen Luftballon, so einen kleinen Gummibär und so ein Hölzchen mit Z. Wie nennt sich das Spiel? Was jetzt nicht? Ist ja wurscht. Jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich im Bild bin. Ja, okay. Und zwar ist es ja immer auch so schön eingepackt. Ach so, Moment, das gab es noch dazu. Diese Dinger hier. Und dann immer ganz viel Konfetti noch drin. So, und zwar habe ich hier überall ist es Konfetti drin. Diese von Picket, die finde ich wunderschön. Diese Pailletten. Wie nennt sich das? Vegas Baby. Und die Farben finde ich wunderschön. Das sind halt ganz viele verschiedene drin, verschiedene Größen, Farben, Formen. Also irgendwie total hübsch. Dann diese hier habe ich auch noch mitgenommen. Das ist auch total niedlich, weil hier solche Karotten auch drin sind. Das ist halt so ein bisschen grüner gehalten, grün-gelb und so kleine dickeren Kreise sind dabei. Also richtig cool für auch so Schüttelkarten. Und das fand ich auch total putzig mit den Herzchen. Warte mal, wie heißt das? Carrot Patch. Und das heißt Yellow and Orange Hearts. Und das sind noch solche Herzchen und Blümchen mit drin. Also das sind nicht nur Pailletten, sondern eben auch diese Dinger hier, ne? So, und dann kommen wir schon zum Release.
Ist immer schade um das Papier, Mensch. Und zwar einmal hier das mit dem Bus. Und die kann man ja auch anderweitig verwenden. Das muss jetzt nicht mit dem Bus in Kombination sein, sondern kann man eben auch an den Tisch irgendwie dran setzen oder so. Und dieses hier musst du natürlich auch mit den Einhörnern. Einmal das. Schiebe ich jetzt mal ein wenig hoch. So. Und. Also tatsächlich ist diesmal sehr viel dabei, was mir auch gefallen hat. Meistens sind es halt vielleicht so 2 oder 3 Sets. So. Dann Heißluftballon ist immer schön. Mag ich sehr, sehr gerne. Und das sieht halt auch aus wie so ein Herz. Und auch nochmal diese fliegenden Airplanes. Wie heißt das? Hot Air Balloon, Unicorn Dream und Little Agenda Bus. Agendas sind immer gut. Und das ist auch Agenda. Und das finde ich halt auch irgendwie total putzig, dass man das dann so wie so ein, ja, wie hier halt auch, ne, wie so ein Schweif oder wie sagt man da? Flugzeugstrahl wird mal gleich nicht sagen. hinten dran setzen kann. So, und dann hier ganz spannend, weil man nicht durchschauen kann. Genau, da habe ich nämlich auch noch diese Clearly Besotted mitgenommen. Zwar das mit dem Eis. Ja, total goldig halt, ne? Sommerzeit ist Eiszeit. Dann hier die Hübschis hier. Das ist jetzt zwar Christmas und so weiter, aber man kann die halt schon für alles verwenden, ne? Dass man sagt, Knutschi Knutsch. Was steht denn da? Kiss me quick, kiss kiss. We are all I want for Christmas. Have a merry Christmas and a new year. Meet me under the mistletoe. Also das ist schon Snatches. Somebody loves you. Das kann man halt, das ist jetzt nicht so typisch Weihnachten, kann man halt wirklich für alles verwenden. Ja, und meine geliebten Erdmännchen, ich finde die so süß, mussten auch mit. Genau, das war die kleine, aber feine Bestellung noch von Cloud9Craft. Genau, das wollte ich euch natürlich jetzt nicht vorenthalten und packe ich einfach noch mit ans Video dran. Aber dann kann ich das auch wegräumen. Das lag jetzt eben noch da und dann habe ich es gesehen. Und jetzt werde ich mal noch die Sachen fertig machen, die Karte fertig machen, das Geschenk hier einpacken und dann geht's schon los. Vielleicht setze ich die Karte hier noch ans Ende des Videos, dann habt ihr noch ein bisschen Crafty dabei, weil sonst wird es, glaube ich, zu kurz für ein separates Video. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Ciao! Say to me now, I wanna wake up with you in the morning. Show me this ain't fake to me now, I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now, I wanna wake up with you in the morning. Show me this ain't fake to me now, I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean, let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole lot of meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now, I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now, I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now, I wanna wake up with you. We can do nothing.
Say